drums that go bump in the night. What the? Jesus! Me. Jerk. Sandy. Okay. Shrunken head, broken legs, body parts on the concrete. Cut them up, butcher style, gators in the swamp. Red light, leave them dead, running like a track meet. Scared of nobody, what you know who I am. Do you have any idea who you're talking to? Or maybe you saw me in the playoff. I played for the fucking goddamn champions. Well, fair cooking meat cannibal trying to eat. I got a zombie on me, and you can't harm me. Hey, watch it. Your voodoo, bitch? Drink blood like a vampire without warning. Who do you voodoo, bitch? Stand up. Sam B got the thing that go bump in the night. Whoa. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Let's go. Sam B the Papa Shango, I'm Baron Samedi. Handful of fingertips, toss them up like confetti. Stay full of corpse bitches, I'm a pimp of the dead. Come fuck with a Another zombie, I'll put a stick in your head. Look, you want ghouls, I got fucking stupid. Maybe everybody dies and see your ass real soon. Crack bones to the marrow, hot sauce, and they suck it. Now my juju ain't nothing to fuck. Sir, looks like you've had enough. What's your room number? Who do you voodoo, bitch? I'll make sure you get there safe and sound. Who do you voodoo, bitch? Stand up! Sam B got the thing that go bump in the night. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Let's go! Excuse me, lady. Are you okay? Can you hear me? What are you doing, sir? This is the woman's restroom. I got a zombie on Sam G. You can't harm me. Who do you voodoo, bitch? Excuse me, sir. Are you okay? Who do you voodoo, bitch? I rip your arms off with my bare hand. Who do you voodoo, bitch? Yeah. Smack your mama out of sight. Who do you voodoo, bitch? Und damit herzlich willkommen beim 21. Kalendertürchen des KJ Games Adventskalenders. Und zu Dead Island, wie ihr gerade schon im Einspieler gesehen habt, man kann Sam B spielen, den Rapper, dann den Typen, der an der Bar ist mit dem Iro, dann die Tussi, die schwarze Tussi, die dann einem zu Boden wirft, und dann noch die Tussi, die am Ende in der Toilette da bei der Frau am Boden liegt und sich um die kümmert. Und ja, gehen wir einfach mal in das Spiel rein. Ich habe das Spiel einmal durchgespielt bis jetzt und das ist jetzt das zweite Mal. Und und ich gehe einfach mal auf Fortfahren. Ich habe mir jetzt, anfangs habe ich mir eine Version, die normale Version gekauft. Und das zweite Mal habe ich mir die Game of the Year Edition, heißt sie, genau, gekauft. Da sind dann alle DLCs dabei und ja, also das Spiel ist nicht mehr so teuer, ihr könnt euch das günstig holen. Und also, hier gehen wir erstmal auf die Karte. Hier sind wir in der Stadt. Anfangen tun wir auf der Insel, da können wir dann, denke ich, auch mal hin. Ich muss gerade bloß gucken, wo dann dieser Wegpunkt ist, dass ich da reisen kann. Also ich bin gerade hier. Was ist da? Gebietsübergang. Hier, das ist cool. Dann zeige ich euch das nämlich alles mal schön. Ah, ich bin hier schon draußen. So, also es gibt mehrere Areale, wie hier jetzt die Stadt. Anfang tut man jetzt im Resort, also das ist die Karibik. Und nein, ich will hier zum Resort. Und ich bin Kapitel 8 momentan, also so knapp die Hälfte. Oder schon ein bisschen über die Hälfte, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, das Resort finde ich dort am schönsten aus. Dann gibt es noch den Dschungel. Und ja, das war's, glaube ich. Diese drei großen Areale gibt, soweit ich weiß. So, ach ja, hier ist. Wow, 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 wow. Alter, Alter, Alter. Sterbt, sterbt. Der macht sauer die Beine abgehackt. Scheiß Bitch. So, hier ist überall Linksverkehr.
Und wie ihr hier seht, also das hier ist die. Ist das Resort. Und da fahren wir jetzt erstmal hin und lösen diesen Auftrag hier. Und man kann mit total vielen Autos rumfahren, man kann seine Waffen komplett aufleveln. Man kann, das Spiel ist ja in Deutschland indiziert, deswegen. Deswegen kann man es so, glaube ich, jetzt in Deutschland nicht mehr kaufen. Liste B oder irgend sowas ist es. Auf jeden Fall ist das Spiel ziemlich brutal, was es angeht, Leuten den Kopf abzuschlagen, Gliedmaßen abzutrennen und sowas. Und es gibt auch keine geschnittene Version, weil das die Entwickler gar nicht möchten. Nächstes Jahr im Frühjahr kommt ja der zweite Teil raus, Dead Island Riptide, und der knüpft direkt an die Ereignisse des ersten Teils hier an. Bis dahin versuche ich auch noch ein Walkthrough-Videos zu dem ganzen Spiel zu machen, wenn ich es schaffe. Ich hoffe es. Und also storymäßig, also ich spiele jetzt hier Sam B, diesen Rapper da, den ihr am Anfang gesehen habt. Ja, ich spiele. Wir haben hier einen Panzerwagen und jetzt haben wir ihn überfahren. Und oben seht ihr meine Anzeige, wie viel ich noch Leben habe. Also da seht ihr auf der Karte jetzt so ein Lenkrad, das ist ein Auto, wo ich einsteigen kann. Aber wir fahren jetzt erstmal zum, wie heißt der, nicht Rettungsturm, Rettungsschwimmerturm, glaube ich, heißt der. Auf jeden Fall kann man, ist dort so eine einzelne, also einzelne Leute haben überlebt, diesen Virus irgendwie, sind nicht gebissen worden. Und, ach komm. Also das Auto fährt sich hier ein bisschen schwer. Und die versuchen jetzt zu kämpfen und am Ende des Spiels oder eigentlich die ganze Zeit irgendwie von der Insel runterzukommen. Komm schon, geh auf, du doofes Tor. Und stellen wir mal den hier ab. Steige ich mal aus. So. Geschafft. Thank God. Das ist unser Haupttyp, mit dem wir das meiste zu tun haben. Und ich denke, wir gehen jetzt einfach mal nach oben in das schöne Resort. Auch wenn da Zombies sind, das ist scheißegal. So, jetzt ist mein Sprint verbraucht. Also waffenmäßig seht ihr hier jetzt, was ich habe, Machete, eine Axt, und die sind alle schon teilweise aufgelevelt. So, geplündert. So, und hier seht ihr das Wasser, wie geil das aussieht. Oh, scheiße. Nein. Geht doch. So, und jetzt hole ich mir hier meine Waffen wieder zurück. So, gut. Und der Axt ist mir hier etwas langsamer, weil er ziemlich lang braucht. Die ist ziemlich träge. Aber wie heißt Sam B ist, die haben alle ihre verschiedenen Fähigkeiten und Sam B ist der, der mit stumpfen Waffen sehr gut umgehen kann oder am besten umgehen kann. Und hier, ey, das schaut auch einfach traumhaft aus. Hier auch nach oben, richtig geiles Resort. Und da kann man auch rein und wenn man sich das anschaut, wie groß das ist. Das ist ja nur hier dieser kleine Teil und da geht es ja noch weiter und... Also riesengroß und dann geht es hier noch hinter. Hier ist noch, hier ist ein Leuchtturm, wo wir sind. Und hier, das schaut einfach Hammer alles aus. Hier war ich noch gar nicht.
Echt, da war ich noch nicht. Hier startet man das erste Mal. So, ne, hier startet man das erste Mal. Ach, da können wir jetzt einfach mal langlaufen hier seitlich. Das denke ich, wird jetzt. Nein, ich will nicht ins Wasser. Ja. Aber ihr seht, wie schön das Wasser ist. Und die Grafik ist zwar nicht so das Wunderschönste, aber ich finde sie schon mal geil. Also, Alter, Mirzella. Teilweise leicht buggy, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Das Problem ist halt, die Zombies leveln alle mit. Also da kann man nichts dran machen, die leveln alle mit und man, ja. Wenn man sich auflevelt, sich und seine Waffen, dann leveln die automatisch mit. So, stirb. Komm schon. Mein Gott. Ist da noch irgendwo einer? Stirb, du Arsch. Na, Sekunde. So, bin wieder zurück und... Nein, wir machen einfach weiter. Wow. Mein Gott. So. Sind die alle im Wasser? Und da sehen wir nochmal das Hotel. Kann man noch ein Stück weiterlaufen? Halt. Oh, scheiße. Piss dich. Und du auch. Nein, verpiss dich. Und du auch. Endlich. So. Da oben sind irgendwelche, wie es scheint, Zombies oder irgend sowas. Also Waffen gibt's auch, bloß Munition ist verdammt rar und deswegen lohnt sich das gar nicht so. So. Wow. Wo ist der Arsch? Komm her, komm her. So. Ist nur noch einer? So, sauber den Kopf abgetrennt. Wow, wow, wow. So, hier kann ich schnell was trinken. Und damit kriegt man wieder Leben, wenn man Energy Drinks oder Snacks isst. So, da drüben war jetzt, glaube ich, jemand. It's where the hell am I? Oh yeah, it's coming back to me now. I was chased in here by a mob of bloody maniacs. I was able to lock them out, but I had to kill the bloody bartender. The crazy git was trying to bite me. Didn't have nothing to eat, but I had a hell of a lot to drink. But now I'm all out and hungover as hell and need a bit of the hair of the dog that bit me, huh? Think you can find me some more booze? I'll make it worth your while. So, was muss ich machen? Yeah. Dem Schnaps bringen, okay. Also das sind so kleine Nebenmissionen, wo man sich immer wieder ein bisschen Geld verdienen kann. Und habe ich welchen dabei? Nee, leider nicht. So, aber wie ihr seht, ich bin immer noch nicht weit genug da. Und hier, was kann ich hier machen? Also das dürfte hier rechts hinter mir sein. Da drüben irgendwo. Halt. Hier komme ich rüber, gut. Ist eigentlich selten, dass man so gut rüberkommt irgendwo. Nein, verpisst euch, verpisst euch. So. Das muss hier irgendwo sein.
So. Ich schau gerade mal, wo das ist hier. What the fuck? What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck? Boah, renn weg, renn weg, renn weg. Alter. Ich muss ein bisschen warten, bis sich das regeneriert. So. Ganz ruhig, du Bitch. Stirb. Mein Gott, Ruhe. What the hell? Alter. Also ihr seht hier, liegt der Kopf. So. Was liegt da hinten? Ah, hier liegt Schnaps für den Typen, aber ich habe keinen Platz mehr in meinem Inventar. What the fuck? Wo ist der? Wo ist der? Alter, ich habe gerade... Piss dich. So. Kann ich jetzt schauen? Nee, warte mal, wie ging das? Ah, hier, so Taschenlampe, genau. Alter, wie viel Zeug hier liegt. So, was haben wir hier noch? So, jetzt schauen wir mal, ob ich meinen Energiehaushalt komplett... Alter, wie geil. Voll der Tresor, ja. So, da war ich schon dran, da auch. Da ist nichts. Vielleicht hier noch irgendwo was? Nee. Halt, hier kann ich noch öffnen. So. Da ist noch ein Energy Drink. So, jetzt kann ich mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob man hier hinten durch kann. Könnte ich eigentlich mal probieren. Wie weit man da kommt. Wow, da war ja einer. So. Ich glaube, wir wählen mal irgendwas aus, was vielleicht mehr Kraft hat. Ich hoffe, der ist hoch genug gelevelt. Habe ich nicht irgendwas wie eine Granate? Inventar? Nee, der sieht nicht so aus. Schade. Aber vielleicht den Hammer. Vielleicht kann ich mit dem ein bisschen was reißen. Komm schon. Okay, er hat fast keine Kraft mehr. So, der wäre auch down. Bäm, alter Schwede. Zwei sind da noch. Bäm. Did you see them? What the hell is wrong with them? Go around the side and I'll open the back door. Okay. Ah, wieder ein Ausweis. Also ihr seht, einfach nur rumlaufen, das lohnt sich richtig. So. Energy Drink. Komm. Okay, hurt to take a look. So, gut. Jetzt kann ich mit dir reden. I gotta catch my breath. By the way, I'm Steve. Lifeguard came by, I think his name was Cinnamoy, yeah, said I should come with him. But the son of a bitch had tattoos on his goddamn face. I'm supposed to trust somebody like that? Hoo-hoo, look like a damn cannibal. So I stayed put. Thought I was better off on my own.
probably not the best decision I ever made. Okay, jetzt das ist wieder so eine kleine Mission, die ich machen kann. So. Energy Drink. Ja, jetzt habe ich ja volles Leben. So, ich will mal gucken, also rumkommen tue ich. Halt, da ist eine Kiste. Ja, Inventar voll. Mann! Vielleicht komme ich hier rum. Schade. Oder ich bin doch jetzt genau da, wo man... Ach nee. Ich bin da schon wieder vorbei. Da soll man aber, glaube ich, rumkommen, oder? Hier irgendwie. Naja. So, rennen wir mal einfach mal davor. Oh, scheiße. Ah, nee, ich habe jetzt keinen Bock, jetzt gegen die zu kämpfen, deswegen lasse ich die jetzt einfach mal in Ruhe. Also man kann den auch aus dem Weg gehen, indem man schnell rennt, aber manche muss man halt töten. Scheiße, jetzt bin ich genau in so einer Horde mittendrin. Aber jetzt kann ich schön rennen. Bin ich denn jetzt? Ach, da bin ich jetzt. Okay, das kann noch ein bisschen dauern, bis ich da am Rettungsturm bin. Rettungsschwimmerturm, genau, so heißt der. Ja, klar, warum bleibe ich an dem hängen? Komm, lass mich doch laufen. Hier schon wieder. Oh, fucking Blumen, Alter. Komm. So, jetzt rennen wir weiter. Ab nach da. Oh ja, Alter, ja, lass mich doch in Ruhe, ey. Was ich hasse, dass der so schnell an Ausdauer verliert, ey. Da, dass der nicht lange rennen kann. So, und schon ist er wieder down. Was macht denn der, wenn er rauchen würde, ey? Dann stirbt er halt bei so einem Sprint. So. Komm schon, renne! Thank God. I thought all was lost. This kind of hunger makes people crazy. What you brought is a couple of more weeks of hope. Sadly, not for it. McCain. Oh, scheiße. Ich hab Nein gedrückt. This may be a... Yeah. So, jetzt. Unfortunately, I don't have any good news. I told you our equipment turned out to be too weak. Dominic and a few others headed to the hotel to try the antenna there. We haven't heard from them for 2 days. So you're our last hope. You need to find them, and we need to pray that he's still alive. Because he's the only one who can get that hotel antenna up and running. Okay. Jetzt müssten wir hier die Antenne aktivieren. Aber ich denke, wir machen jetzt hier mal einen Break und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut morgen wieder beim Adventskalender vorbei. Und ja, bis dahin immer schön weiterzocken.